wird jetzt gestorben. Ich hoffe ja nicht. Ich probier's mal. Und damit halt allerseits. Wow. Lara hat's drauf. Ja, und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. So, das Ding stürzt jetzt auch nicht ab, das ist super. Einen Satz und rüber. Naja, oder runter. Da sind wir gestorben. Ey, das muss man sich mal geben. Das sind, na, mit Hochhüpf gute 3 Meter aus so einem vereisten, alten, morschen Balken landen. Auf so einem alten Mast und dann auch noch drauf so gut landen und eben nicht abrutschen. Allererste Sahne. Okay. Sinnlose Tode sind meistens die sinnlosesten Tode. Da hinten liegt wieder was. Wem wurde denn da kalt? Gib mir deinen Hab und Gut. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Sieht wirklich sehr schön aus. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Hat aber natürlich was, aber die Vorderseite sieht echt toll aus. Schick. Da geht's weiter. Irgendeine Alternative hier? Bestimmt nicht, oder? Da sieht's wieder tödlich aus. Das sieht ja auch schon wieder so interessant aus. Wobei man sieht noch viel Eis, aber da hinten ist wieder was gebaut. Was ich übrigens immer automatisch mache, beim irgendwo dran springen, automatisch E drücken zum wieder festhalten. Das hat mir schon der Vorgänger aus dem Jahr 2013 gelehrt. Gelernt. Hab ich's da. Und gelehrt hat es das mir. Was ist denn das für ein cooler Klotz? Hab ich hier gerutscht? Nee, ne? Oh, hier wird wieder gefroren. Oh, toll. Schnell. Ja, ja. Ne, hier geht's nicht raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da geht's raus. Puh, das war schweineknapp. Warum haben wir jetzt Blut im Gesicht? Weil kaum noch Luft bekommen? Oh Mann. Der Verrückte macht weiter. Ich weiß nicht, was ihn antreibt. Wir durchqueren die eisigen Berge am Rande der Welt. Seine Leute sterben. Jeden Tag komme ich an Gräbern oder Leichen am Wegesrand vorbei. Ich bin dünn und hart geworden, aber ich bin jetzt nah dran. Mein Pferd ist tot. Die Stute, die mich seit den Feldzügen gegen die Bulgaren begleitet hat. Ich habe sie geschlachtet und trage ihr Fleisch auf dem Rücken. Aber ich bin ganz nah dran. Ich höre sie singen hinter dem Kamm. Ein fröhlicher Ton im Wind. Der Prophet ist in einer Woche tot. Und ich werde im Triumph zum Trinity-Orden zurückkehren. Nur noch ein Tag, dann habe ich ihn. Ganz schön verbissen, oder? Hat sein treues Pferd geschlachtet. Naja, um halt selbst zu überleben. Aber vor allem, um das zu schaffen, was er vorhat. Sprachkenntnisse erhöht, Russisch Stufe 1. So, ich will wieder Farbe haben. Wir haben ja ein paar Blätter eingesammelt.
Hier wächst noch was. Ist das hier bloß eine Alternative, wo ich gerade... Nee, hier ist der Weg. Wo wir lang müssen. Ob wir im Wasser nochmal woanders lang können? Ich würde es ganz gern mal herausfinden. Tauchen. Los, Lara. Sie will nicht, ja? Weil wir jetzt auf der richtigen Fährte sind, geht das nicht. Ich kann nicht mehr zurück. Jetzt doch. Was war denn das? Es geht auch wieder schief. Wieder leicht verletzt. Nee, aber hier geht's bloß da lang. Ich dachte, hier geht's noch irgendwo abseits entlang. So komme ich hier auch ohne Verletzung raus? Jetzt weiß ich ja, wo ich lang muss. Na, zu früh, Mist. Toll. Hätte ich mir das Medkit sparen können. Wird das gerade blutiger oder ist das bloß eine andere Farbgebung hier hinten? Warum verbluten wir, wenn wir bloß, ja, Wasser geschluckt haben? Eigentlich Verschwendung, aber es sieht halt besser aus. Ich will das schöne Spiel sehen. Und hier draußen sieht es wirklich wieder herrlich aus. Und hier ist sowas wie Tiefschnee. Zumindest an der Stelle. Kann man da hoch? Nein. Oh, ein Lager. Toll, hätte ich ja gar nicht verschwinden brauchen. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Wer? Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert, vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Ganz schön misstrauisch, das Mädchen, und ganz schön leicht bekleidet, wie die... etwas jüngere Lara. Bei den Temperaturen, die sah halt, hat nicht mal eine Mütze aufgehabt und überhaupt kaum was angehabt. Dünnes Zeug. So, Vorsicht beim Drücken, was ich hier drücke. Schon wieder was gönnen. Leute plündern. Zeitfenster für einen Ausweichkonter. Bei einem erfolgreichen Ausweichkill-Bonus-EP. Da jetzt noch weitergehen, wir haben es noch gar nicht eingesetzt. Dann würde ich sagen, jetzt das, wenn wir hier ein paar Leute kommen und wir dann in Kämpfe kommen, würde ich sagen, direkt hier. Komm, dickhäutig. Diese kleine Musik ist toll. Gut. Zum Groß reparieren bzw. verbessern haben wir nicht genügend Kram dabei. Die Kletteraxt. Da geht nichts. Wollen wir hier was anderes anziehen? Ich glaube, jetzt kommen hier weniger Wildtiere.
Und Tiere, die keine Raubtiere sind, erschrecken sich. Das haben wir gerade an. Jeglicher Schaden durch Raubtiere wird gesenkt. Bewährt die Chance, eine exotische Tierressource zu erhalten, zu erbeuten. Warum? Nur wegen des Outfits. Verstehe ich noch nicht so ganz. Hey, jetzt können wir uns auch so dünn anziehen. Reduziert Schaden durch griechisches Feuer. Das Abfeuern von Feuern reduziert ab und an nicht die Menge. Achso. Könnte jetzt aber nicht schaden, wenn wir jetzt selbst herumschießen. Reduziert die Verzögerung. Gesundheit. Regeneriert haben wir nicht. Insofern ist das Outfit für ein Popo. Außer, dass es vielleicht gut ausschaut. Ja. Tragekapazität der Spezialmunition. Lederjacke. Sieht das auch? Ja, sieht sehr dünn aus. Nicht mal zugezogen, die Jacke. Die ist offen. Nee, nicht hier. Gut. Übersicht. Nur von drei Wieso verschwindet denn das? Gibt es hier auch nochmal so einen Knopf? Ne, hier gibt es nicht so einen Knopf. Kommt das jedes Mal? Truhen 0 von 14. Na gut, wir waren hier noch nicht. Münzverstecke, Überlebensverstecke. Hier können wir einfach mal gucken, was ist noch oder wie viel ist noch offen. Hier hat doch gerade was geschimmert. Her mit den Münzen. Einmal Holz. Eifriger Lerner. Gut, wo könnten wir runter? Da ist was zum Herunterseilen. Seilrutschen. Bewegen Sie sich rückwärts. Anzuhalten. Oh, was? Anhalten? Aber nicht hier. Ich würde ganz gerne lieber runtergehen. Vielleicht finden wir hier noch was Interessantes. Das ist wirklich Tiefschnee irgendwie. Kann man leider auch nicht drüber springen. Das macht Aua, da kann man höchstens hoch. Gut, Seilrutsche. Sehr praktisch. Anhalten, ja, aber... Jetzt könnte man wieder hoch, aber während des Rutschens komplett stehen bleiben ging nicht. Da kam das bei raus, was gerade bei rauskam. Wie die Axt... die Kletteraxt herumspinnt. Moment. Kann ich einfach so... da unten ist wieder was in den Rutschmodus übergehen? Ja. Hasi, bleib doch hier. Wie sieht Lara da was? Echt geile Sinne. Zweimal Stoff. Kiste, mach dich auf, mach dich nackig. Hasi, du wirst gleich abgeschlachtet, wenn du weiter so rumpirschst. Ist hier noch wer? Hier hat doch gerade was gestopft. Hier rein geht nicht. Ist eine Tür, aber die ist nicht von hier aus zu öffnen. Vielleicht kommen wir da irgendwie mal von der anderen Seite hier raus. Mal gucken. Das war jetzt die Seilrutsche, ne? Hier stopft irgendwer. Ist das sie? Aber sie kann ich ganz gut verstehen. Skepsis ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Da bremst er kurz vorher, diese Sau.
Linke Maustaste gedrückt halten. Hä? Damit schieße ich doch aber. Oder einfach jetzt linke Maustaste? Ah. Ach, das habe ich vorhin bei dem Bären gesehen. Okay. Da muss man nicht extra zu einem Lager gehen. Das ist ja eben sehr praktisch, aber mir war nicht klar, wie ich es aufrufe. Oh ja, blinke, blinke Silberbahn. Oh, hier kann man sogar durch, weil Lara so schmal ist. So nicht fett. Oh, ob da ein wildes Tier drin ist? Interessanten Ort entdeckt. Ja, das sehe ich auch so. Gerade kein wildes Tier erkennbar. Eine Sowjetanlage, Höhle. Eine vom Fünfer Frosch. Ich hab die noch. Bin die gerade erst rein? Da gerade erst hier rein. Was ist das? Ich hab die noch gar nicht erforscht. Oh, Spinnweben. Da ist was zum Aufbrechen oder was zum. Da ist ein Loch, ne? Zum Aufbrechen. Da kann man nichts lesen. Oh, schaut mal. Krümmel, Krümmel. Immer mit der Ruhe, Lara. Gibt's hier oben noch was? Nö, dann gehen wir mal da rein. Da stehen keine Pfeile, ne? Nee. Ich muss sagen, Lara sieht in jeder Lebenslage immer bestens aus. Gut, ab und zu mal etwas verkratzt und blutverschmiert, aber kann sich sehen lassen. Aha, brauchst du nicht mehr. Da liegen doch noch mehr rum. Sind die jetzt nicht so besonders oder wie oder was? Man hat ja lange Finger. Das ist wieder so ein Drehknopf, den ich so bezeichnet habe. Können wir uns auch wieder angucken. Mann, ist das hier dunkel. Kokos von Nicea, der Astronom. Sprachkenntnis erhöht Stufe 3 Griechisch. Ist mir immer noch nicht ganz geheuer. Was ist eigentlich, wenn ich mal so ein Waffenteil auslasse? Eins zwischendrin. Spawnt das dann irgendwo anders? Habe ich dann die Chance, das noch irgendwo anders wiederzubekommen? War einmal so eins übersehen, dann kannst du die ganze Waffe vergessen. Frage ich mich gerade. Na, da kann man nicht rein und da liegt schon jemand gemütlich in der Ecke. Diese Musik noch dazu. Einfach an die Kante gehen. Und dann hängt sie sich selbst dran, aber das ging beim Eisschiff nicht. Boah, das ist so kacke, wenn man nicht weit gucken kann. Zwei Armlängen voraus und dann ist Schluss. Wenn jetzt irgendwie eine Leiche baumelt. Mann. Warum müssen wir das Lämpchen auch an unserem Hintern hängen lassen? So sieht man ja gar nichts, was vor uns los ist. Aber das Licht scheint auch durch. Von wegen dickhäutig. Im Zweifelsfall immer erstmal nach rechts. Jo. Und damit erstmal ganz nach rechts. Oh, da ist wieder so ein Altar. So ein Sarg-Altar. Na, wobei. Höchst interessant, finde ich aber. Wie das Ding beleuchtet ist. Perfekt in Szene gesetzt. Was macht der da? Jetzt haben wir aber alle aufgenommen. Boah, schaut so gut aus. Das Licht, was wir haben, das gibt eine Wärme ab und dann, wie das hier reinscheint.
wie die kleinen Fähnchen da auch noch im Wind wehen. Einfach genial gemacht. Na gut, schauen wir uns das Ganze hier mal in der nächsten Folge an. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.